Herzlich willkommen zu meinem Spot-Report in Sizilien und zwar vom Geheimtipp Capo Fetto. Wenn euch Marsala etwas nördlich von hier zu voll ist, seid ihr hier genau richtig. Das Video beschränkt sich auf einen reinen Spot-Report, da wir keinen Flug oder Unterkunft gebucht haben. Man ist aber innerhalb von 2 bis 3 Stündchen über Palermo ruckzuck mit dem Flugzeug in Sizilien und die Flugangebote sind günstig. Wir sind von Köln mit dem Kastenwagen die Westküste Italiens die 2440 Kilometer bis Sizilien angereist und haben an diesem reizvollen Spot einen Tag Halt gemacht. Capo Fetto bzw. Mazara del Vallo liegt im Westen Siziliens und ist ca. 115 Kilometer von Palermo aus mit dem Mietwagen gut erreichbar. Der europaweit bekannte Flachwasserspot Marsala ist nur 27 Kilometer entfernt. Aber kommen wir wieder direkt zum Surfen in Capo Fetto. Der Spot liegt außerhalb der Stadt Mazara und ist über Weinbaufelder und einem kleinen Naturschutzgebiet erreichbar. Die vorherrschende Windrichtung ist im Sommer der Mistral, der aus Nordwest als thermischer Wind super funktioniert. Der Scirocco aus Süden bringt noch ein paar Knoten mehr Wind mit sich. Der Kite-Bereich ist viele hundert Meter breit und je nach Abschnitt hat man einen Stehbereich bis zu 200 Meter ins Wasser hinein. Gehen wir aber mal mehr ins Detail und zu dem Strandabschnitt, wo wir unser Basecamp auf dem Parkplatz aufgeschlagen haben. Auf dem Parkplatz steht auch immer Mario mit seiner mobilen Kiteschule. Es ist bisher die einzige Kiteschule an diesem Spot. Wie ihr seht, ist hier draußen nichts, außer wir Windsüchtigen und deshalb sollte man immer genug Getränke und Essen dabei haben. Jetzt nehme ich euch mal mit aufs Wasser, um euch das Gesamtbild von Capo Fetto abzurunden. So, heute sind wir etwas südlich von Marsala und super Wasser hier, Headwater ohne Ende. Und dann gucken wir mal, was das jetzt hier wird. Ja, mit meinem 9er Kite war ich in der Summe hier etwas unterpowered. Aber egal, da ich fast täglich auf dem Wasser bin, muss ich meine Ressourcen einteilen. Zum allgemeinen tollen Wetter in Sizilien muss ich glaube ich nicht viel sagen. Das, was ihr gerade seht an Kite- und Windsurfern, ist natürlich nicht repräsentativ. Denn zu Zeiten von Corona und den erst vor 2 Wochen geöffneten Grenzen nach Italien ist hier nämlich überhaupt nichts los. Durch das Capo Fetto kein Starkwindrevier ist und mit seinem großen Stehbereich eine hohe Sicherheit bietet, ist der Spot gerade für Anfänger, die Kite und Windsurfen lernen möchten, ein idealer Spielplatz. Das Wasser ist hier teilweise wirklich super glatt und nur etwas draußen hat man mehr Kabelwelle. Wellenreiter haben beste Bedingungen im 17 Kilometer südlich gelegenen Spot Pozzitedu. Das ist einer der besten Wavespots in ganz Italien. Die beste Reisezeit ist Mitte April bis Ende Oktober, aber selbst im Winter gibt es hier viele Wasserkilometer abzureiten. Als Wing- und Hydrofoiler muss man nur etwa 50 Meter ins Wasser laufen und hat dann ausreichend Wassertiefe, um los zu cruisen. Also es ist unglaublich, wir sind hier 2 Kiter. Und es ist ein Traum, unglaublich. Platz hier auf dem Wasser, absolut begeistert. Das Wasser wie der Karibik. Da man, um an den Spot zu kommen, sowieso ein Auto braucht und eine Mazara-Stadt nicht wirklich viel bietet, kann man an windlosen Tagen mit dem fahrbaren Untersatz echt viel Unternehmungen starten. Und das alles innerhalb eines Radius von 100 Kilometer. So, nach 23 Kilometern und 1,5 Stunden Fahrt habe ich meinen Startpunkt wieder erreicht. Werde jetzt meinen Trecker und die GoPro ablegen und mich selbst noch ein bisschen am Springen machen. Ich hoffe, euch hat meine kleine Tour gefallen und wenn ja, lasst mir gerne ein Like da und bestenfalls macht ein Abo. Ich freue mich. Eine extra SUP-Tour, die wir hier bei Windstille in Marsala gemacht haben, findet ihr in einem anderen Video von mir.
Bis zum nächsten Spot-Report.